Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir haben in der letzten Folge das letzte Drachenei gefunden. Und waren auch noch ein paar Sotlingkerne farmen. Naja, farmen kann man es nicht nennen, aber wir haben welche gefunden. So, das kleine Stück hier vorne würde ich ganz gerne noch aufdecken. Eigentlich hätte ich schon wieder ganz schön Bock mit euch auf See zu gehen. Ich hatte die ganze Zeit den Bauhammer in der Hand. Was war denn da los? Ja, weil wir haben ja noch Eisen in der Kiste. Das heißt, wir könnten uns prinzipiell ein Langschiff bauen. Wir könnten dementsprechend auch mal wieder ein bisschen auf Jagd nach dem Händler und vielleicht auch auf eine Seeschlange gehen. Aber ich habe halt auch ein bisschen Angst davor. Gebe ich offen und ehrlich zu. Die Seeschlange hat sich in mein Gedächtnis eingeprägt. Wir haben hier eine Holtröhle, schon wieder. Der Versprecher ist mir schon mal passiert. Eine Trollhöhle. Weiß nicht, wollen wir es mal probieren? Lassen wir noch kurz das Leben hochgehen. Aber ich glaube halt fast, das wird ähnlich wie beim Golem werden, letzte Folge. So haben wir keine Chance, du. Ich glaube nicht. Nach Update ist nichts mehr mit Blocken. So, wir gucken mal. Trollhöhle, da ist sie. Es ist noch nicht komplett voll. Na komm, ein kleines Stückchen noch leben. Gönn doch, danke. So, wo bist du? Hä? Die ist leer. Warum ist die leer? Das checke ich gerade nicht ganz. Entweder ist er gerade unterwegs. Ist halt eh die Frage, wohnen die generell immer in so einer Höhle und kommen ab und zu mal raus, wenn die uns hören, oder dass die leer ist, hätte ich nicht gedacht, aber so wirklich cool ist die auch nicht. Ich dachte, wenn einem das Spiel das schon so schwer macht, dass man halt hier in so kleiner Höhle gegen Troll kämpfen muss, dass wenigstens irgendwie eine Truhe dasteht. War aber nicht der Fall. Also hier in der Nähe sehe ich auch erstmal keinen. Na gut, war ein ganz schöner Reinfall. Ja, wir laufen jetzt erstmal fix nach Hause. Ah, es ist schon noch ein ganz schön weiter Weg, ne? Ach komm, nö, wir laufen da nicht. Wir hauen jetzt hier einfach ein Portal hin. Nennen das trotzdem Gebirge, sonst können wir uns ja nicht beamen. Machen nach Hause, machen schnell das Inventar leer und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Entweder wirklich Langschiff, weil ich habe, es wird halt einfach Zeit mit dem Händler, ne? Das ist so ein Krampf. Das zieht sich jetzt schon über so viele Folgen bei mir. Aber ich möchte dann halt auch wirklich echt perfekt ausgerüstet sein. Im Fall der Fälle, dass eine Seeschlange uns Hallo sagen möchte. So. Ja, die Truhe ist auch bald voll, ne? Könnte ich mir so viel wertvolle Sachen sammeln. So, wir haben hier 7, jetzt haben wir 8 Sotlingkerne, das heißt, wir können wieder 4 Portale bauen. Das ist schon mal ziemlich cool. Hier ist auch voll. Boah, ey, es wird echt viel zu viel. Wir brauchen unbedingt den Itemvernichter. Früher oder später. So, gelbe Pilzis hat man, glaube ich, hier. Genau, das passt. Wir haben wieder eine Distel gefunden. Ich glaube, da sieht es auch ganz schön mager aus. Oh, nee, sieht nicht mager aus. Nehm's zurück, hab nichts gesagt. War Quatsch von mir. So, das heißt aber, wir müssen jetzt ein bisschen Vorbereitung treffen. Ich würde uns einerseits ganz gerne ein paar Obsidian-Pfeile bauen. Obsidian. So, das heißt, wir brauchen auch noch Federn und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen Holz brauchen. Wir können ja nochmal eben die Stats vergleichen. So, der hat nämlich einen Stechenwert von 52. Das ist zum normalen Holzpfeil schon mal ein großer Unterschied. Feuerpfeil auch, Feuersteinpfeil auch ein großer Unterschied. Nadelpfeil ist noch krasser, aber ich glaube, so viele Nadeln haben wir noch nicht. Können wir eben kurz schauen. Habe ich die nicht mit hier? Wir haben auf jeden Fall schon Nadeln gefunden. Hier, 6 Stück. Wir machen uns einfach mal welche. So, da haben wir 20 Nadelpfeile am Start.
Und dann machen wir uns noch Obsidian-Pfeile. Da konnten wir uns ganze... Sind sie denn hin? Hier unten 40 Stück bauen. Ja, ich habe eigentlich immer nicht so gerne so viele Sorten einstecken, weil das nimmt unendlich viel Inventarplatz weg. Und wirklich viel ist das halt immer noch nicht. Hm, was macht man jetzt? Wir müssten mehr Obsidian abbauen, dass wir ein bisschen mehr Pfeile mitnehmen können. So, wir gehen jetzt hier erst nochmal in die Waffen rein. Hau die Nadel mal mit ins Gebirge. So. Dann lasst uns die Federn noch schnell wegpacken und das Obsidian. Und auch noch mit... Ah, deswegen war es nicht hier drin. Kein Platz. Okay. Dann geht's doch wieder in die sonstige Kiste zurück. Wir gucken nochmal. Das Langschiff hat Kartografietisch. Stimmt, den wollten wir auch schon längst mal bauen. Den könnten wir dann eigentlich hier drüben in unser... neues Haupthaus stellen, wenn das mal fertig wird. Ja, den bauen wir jetzt noch nicht. Jetzt lasst mal gucken. Schatzkiste und so machen wir auch später alles noch. Langschiff. Wir brauchen 100 Eisennägel. Ich glaube, das waren insgesamt 10 Eisen. Bin ich da richtig? Wir gucken mal. Wo war das Zeug? Eisennagel. Dort 10 Stück, ein Eisen. Richtig. Also 10 Eisen. Das können wir uns schon mal gönnen. Weil ohne Langschiff möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr auf die Meere. Einerseits sind wir deutlich schneller damit, aber deutlich. Gerade bei unserem Glück, hoch, mit dem Wind, macht das einfach keinen Bock mit den kleineren Schiffen. Das dauert zu lange. Ja, andererseits, wenn halt wirklich eine Seeschlange kommt, hält das Ding einfach ein paar Bisse mehr von ihr aus. Das ist halt auch schon mal viel wert. So, was brauchen wir noch? 10 Hirschfell, 40 Edelholz und uralte Rinde auch noch. Also 10 Hirschfell, daran soll es nicht scheitern. Na, ach komm schon. 9, danke. So 40 uralte Rinde. Ja doch, haben wir genügend gesammelt von. Und noch 40 Edelholz, da haben wir auf jeden Fall auch genug. So, da sind wir fast komplett voll, ne? 300 Kilo. Können wir nichts weiter mehr mitnehmen. Die Sache ist, wir bräuchten natürlich noch ein paar Lebensmittel. Ich würde das jetzt mal kurz so machen. Ja, weil das ist jetzt schon wieder viel zu viel. Wir packen uns das mal kurz alles in irgendeine leere Kiste. Hier die ganz links. Zack, 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 zack. Ein bisschen Vorbereitung müssen wir treffen. Also Gebirge haben wir jetzt an sich genug gefunden oder genug erkundet hier. Wir haben alle Dracheneier gefunden. Wir könnten jetzt natürlich die anderen Gebirge noch durchstöbern, um den Stein zu finden für den Endboss. Aber ja, wir haben an sich noch genügend andere Sachen zu tun. Und die Sache ist, wenn wir den Endboss durchhaben, bleiben schon nur noch die Ebenen. Da hätte ich es einfach ganz gerne lieber, wenn wir vielleicht vorher den Händler gefunden haben. Hier oben möchte ich nicht nochmal hin. Das fällt aus, hier sind mir zu viele Seeschlangen unterwegs. Ich würde sagen, wir teleportieren uns eventuell hier unten zum Knochenwanz. Da sind wir ja gleich am Meer. Und gehen entweder hier rum oder hier rum und gucken einfach mal auch ein bisschen in der Gegend hier. Wir haben ja das letzte Mal jetzt hier links oben, also Nordwesten, Nordosten geguckt. Jetzt bleibt effektiv noch Südost und Südwest. Deswegen würde ich sagen, wir teleportieren uns hier hin, bauen das Schiff, gehen mal ein bisschen auf Suche. Dann sind wir damit auf jeden Fall ein ganz paar Folgen beschäftigt. Ich habe auch richtig Bock drauf mal wieder. Und vielleicht haben wir ja wirklich Glück, den Händler endlich zu finden. So, ich würde nur ganz gerne vorher natürlich ordentlich ausgerüstet sein, was die Lebensmittel angeht. Das heißt, ich würde mit euch ganz gerne auch mal gucken, was es so Schönes Neues gibt. Der Rübeneintopf. 18 Gesundheit, 55 Ausdauer. Wir haben bei der Bärenmarmelade... oh doch, der Rübeneintopf ist ja aber heftigst besser.
Aber in beiden Belangen. Okay, ich dachte, die Bärenmarmelade ist ausdauertechnisch mittlerweile schon gut unterwegs. Aber nee, die können wir definitiv durch den Rübeneintopf ersetzen. Hackfleischsoße gibt 45 Leben und 15. Das heißt, da sind die Würste auf jeden Fall besser. Wildschwein-Dörrfleisch 2020 ist halt eigentlich von beiden nicht so geil. 15, 45. Ich würde halt schon fast lieber mehr auf Leben gehen. Hier haben wir ein Lebensmittel, was uns Ausdauer gibt. Hier haben wir eins, was Leben gibt. Jetzt hätte ich ganz gern noch eins, was auch noch Leben gibt. Das wäre eigentlich die Hackfleischsoße. Die kostet auch nicht so viel. Also, wir brauchen Rüben, wir brauchen Wildschweinfleisch. Haben wir beides? Muss mal gucken, wo ich die Rüben hingepackt habe. Hier haben wir 27 Stück. Und dazu noch ein bisschen Wildschweinfleisch. Und dann kochen wir uns das mal. Hä? Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ah nein, ich brauche den Kessel auf Stufe 2. Ach verdammt, wie kriege ich den denn auf Stufe 2? Da wird es bestimmt irgendwas geben, was ich einfach noch nicht bauen kann. Schmiede, Schmiedeverbesserung. Forge-Verbesserung, Schmelzofen, Kohlenmeiler, Bienenstock, Fermentierer haben wir alles schon. Werkzeugregal ist eine Werkbankverbesserung, das ist alles Werkbank. Kesselverbesserung, Metzgertisch, da haben wir einen. Zwei uralte Rinder, cool, haben wir alles. Oder haben wir zwei Silber? Bitte, 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 Silber. Jawohl, wir haben zwei Silber. Geilo, jetzt müssen wir das natürlich so richtig hässlich hier einfach daneben stellen. Das werde ich dann wahrscheinlich eh alles umbauen ins Haupthaus. Da haben wir mehr Platz. So, was haben wir noch gebraucht? Hier oben war der Metzgertisch. Zwei uralte Rinde, vier Kernholz, vier Edelholz. Vier Kernholz. Vier Edelholz. Und zwei uralte Rinde. So, da haben wir den guten Metzgertisch. Ja, wir müssen ihn jetzt einfach hier hinstellen. Schwarzsuppe, Schmutzshake, Kesselstufe 2. Okay, Schmutzshake klingt sehr lecker. Schwarzsuppe, Blutsack, Honig, Rübe. Boah, 50 Gesundheit. Dafür nur 17 Ausdauer, hat aber 3 HP pro Tick. Hat auch 3 HP. 45, 15. Ah, jetzt ist das schon wieder besser als die Hackfleischsoße. Kostet Blutsack. Ah, kostet Rüben. Wir haben hier drüben schon wieder ein ganzes Feld voll Rüben. Wir haben drüben Rüben. Das heißt, wir müssen mal gucken. Ich will nicht zu viele verarbeiten. Da wird das Feld halt natürlich auch wieder bepflanzen müssen. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt hier erstmal die ganzen Rüben raus, pflanzen das Feld noch einmal komplett voll mit Rüben. Samen, also Rübensaat, also um neue Samen zu kriegen, ihr wisst schon. Dann sind wir auf jeden Fall safe, dass wir wissen, hier haben wir ein ganzes Feld voll, was uns Samen bringt. Aber geil, da haben wir neue Lebensmittel. Vor allem auch wirklich mal ein bisschen was Stärkeres. Wenn wir es wirklich schaffen sollten, so eine Seeschlange zu erlegen, wäre natürlich geil, weil dann kriegen wir das Fleisch und das soll ja schon relativ gut sein. Das wäre natürlich das Nonplusultra für uns aktuell. Ich weiß nicht, später kommt auf jeden Fall noch Lochsfleisch. Sehr viel mehr habe ich aktuell noch gar nicht auf dem Schirm. Aber wir müssen uns definitiv mal kümmern, weil die Sache ist jetzt seit dem Update sind wir ein bisschen schwach auf der Brust unterwegs. Schwach auf der Brust unterwegs? Also ich glaube, ohne unterwegs darf man es sagen. So, Rübensaat. Bastel die jetzt immer mit Absicht ein bisschen weiter weg. Ist halt immer ärgerlich, wenn man irgendeins verliert. Weil es zu nah am Stein oder an was anderem dran ist. Jetzt sind wir natürlich ganz schön weit weg von der ersten Reihe. Das hätten wir schon etwas näher machen können. Vielleicht so. Zack, dann lasst uns wirklich das Feld jetzt fix voll machen. Ich mache hier auch noch eine Reihe.
Dann sind wir auf jeden Fall safe, dass wir wissen, wir haben noch genügend Samen übrig und können mal gucken, dass wir den Rest, den wir haben, halt verarbeiten. Dann ist das jetzt hier erstmal eine Vorbereitungsfolge. Aber dafür geht's dann nächste Folge auf jeden Fall aufs Meer. Und mehr. Hab ich's doch wieder alles ganz schön nah aneinander gebastelt. Naja. Wir sind nicht ganz gerade. So, jetzt sollte es passen. Wie viele haben wir denn noch? Wir werden auf jeden Fall alles hier verbuddern. Das heißt, wir haben gar nichts rausgeholt. Dafür kommen ja aber pro Pflanze dann mehrere Samen raus. Das heißt, das Ganze verdoppelt sich ja meistens, Minimum. Weiß gar nicht, ich glaube ab und zu kommen auch mal drei raus, aber ich glaube meistens zwei dann. So, 9 Stück haben wir noch, dann können wir die hier schön in die Mitte setzen. So, alles klar. Ich glaube, jetzt habe ich alle Rüben verbastelt. Kann das sein? Weil ich hatte doch schon vorher welche rausgenommen. Ja, ich glaube, ich war jetzt so doof. Oder ich habe die eventuell mit bei Möhren reingepackt. Natürlich nicht. Verdammt. Ich hatte ja vorher schon ein paar rausgenommen. Ja, das war wieder klar. Na gut, war doof von mir, gebe ich zu. Ist halt so. Also, gucken wir erstmal. Wildschwein-Dörrfleisch. Aber Müll wollten wir nicht. Wir hatten aber doch noch eins hier unten. Schmutzshake. Gibt halt echt sehr, sehr viel Ausdauer. 50 Stück. Bärenmarmelade hat 40 gegeben. Was wollte ich statt der Bärenmarmelade machen? Den Rübeneintopf, ne? 55, 18. Okay, Rübeneintopf ist auf jeden Fall mehr wert. 55, 18 Bärenmarmelade. Also die Bärenmarmelade ist echt schlecht mittlerweile. Wir müssen sie trotzdem leer kriegen. Wir haben ja auch Lagerplatz im Boot. Gut, wenn wir alles da reinhauen und die Schlange uns das Boot kaputt macht, haben wir auch wieder ein Problem. Alles nicht so einfach. Dann würde ich sagen, wir machen Karottensuppe 15, 45. Nee, wir machen uns jetzt erstmal Hackfleischsoße. 45, 15. 15, 45. Also 45, 15. Wir brauchen Wildschweinfleisch, haben wir nächsten Schwanz und Karotte. Nächsten Schwanz. Und Möhrlis. Und dann machen wir uns jetzt erstmal Hackfleischsoße. Haben wir auf jeden Fall noch ein Lebensmittel, was Gesundheit gibt. Dauert halt immer nur Ewigkeiten, das Herstellen, aber naja. Rein theoretisch müssen wir eigentlich gar nicht so viel mitnehmen. Wir müssten uns einfach bloß die Materialien für ein Portal mitnehmen und dann gehen wir halt ab und zu mal an Land. Teleportieren uns zurück. Und gut ist. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein Lebensmittel, was Gesundheit gibt. Jetzt möchte ich gern noch ein Lebensmittel haben. Wir haben keine Rübe mehr, das wird nichts. Wildschwein-Dörrfleisch ist Mist. Karottensuppe ist auch Mist. Eigentlich die Würste, Innereien und Disteln brauchen wir noch. Wie sieht's mit Innereien aus? Oh doch, haben wir auch wieder gut gesammelt. Okay, dann passt es doch. Dann hauen wir uns jetzt noch ein paar Würste mit rein. Können wir uns die Bärenmarmelade notfalls noch mit ins Boot reinpacken. Ist halt auch cool, dass man davon 20 mitnehmen kann. So, also wir haben die Hackfleischsoße 45,15 ersetzt. Ne, wir haben hier 15,45, 14,40. Also wir haben die Karottensuppe. Statt der Bärenmarmelade, weil die ein bisschen stärker ist. Wir haben hier 45 Gesundheit, wir haben hier 55 Gesundheit. Das heißt, wir müssten mit 115 Gesundheit am Ende rauskommen. Und 78 Ausdauer, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das klingt ja prinzipiell schon mal ganz gut. So, Möhren. Fleisch,
Fleisch, Fleisch, die Innereien noch weg. Ich habe halt noch ein bisschen Sorge. Zwecks den Pfeilen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben jetzt gerade 65, 85 Pfeile. Ja gut, das wird schon gehen. Es wird schon irgendwie gehen. So. Gut, ich habe jetzt überlegt, wollen wir die Axt lieber doch mitnehmen, falls wir irgendwo zwischendurch Holz brauchen. Nee, dann können wir kleine Sträucher kaputt machen. Brauchen wir also nicht dringend. Die Spitzhacke müssten wir eigentlich auch nicht unbedingt mitnehmen. Oder vergesse ich gerade irgendwas, aber an sich wollen wir auf Erkundung gehen. Steine können wir sammeln, Holz können wir sammeln. Und jetzt alles andere an Rohstoffen ist jetzt erstmal nicht die Mission. Oh, Hammer müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Rüstung ist komplett. Ich wollte noch mal kurz gucken wegen dem Schild. Ja, das Silberschild können wir natürlich noch upgraden. Das ist mir letzte Folge erst aufgefallen, dass das ja erst auf der 2 ist. Ich spreche die ganze Zeit davon, dass wir ja endlich alles komplett vollständig haben. Und dabei ist das gar nicht der Fall. So, wie viel war das jetzt? 10 Silber? Schon wieder vergessen. Ey! 8 Silber, 20 Edelholz. Wir machen noch fix das Ding eine Stufe höher, dann ist die Folge zu Ende. 8 Silber. 20 Edelholz. Dann haben wir das Ding auf der 3. Bam, geilo. Und damit Max-Qualität. Okay. Schild geht nur auf die 3. Haben wir jetzt aber auch schwarze Blockrüstung, 72. Block macht 50, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Die Vorbereitungen sind getroffen, wir haben gute und genügend Lebensmittel dabei. Das Rübenfeld ist wieder voll, das heißt, wir können auch bald noch bessere Lebensmittel herstellen. An sich sind wir mit 91 Kilo. Ja, es ist schon relativ viel, aber ein bisschen was von den Lebensmitteln würde ich noch ins Boot packen. Und dann machen wir uns nächste Folge auf, den Südwesten erkunden. Ich bin gespannt. Bis dahin. Macht's gut.